Hallo meine Lieben und willkommen zum ersten Interview mit der Sprecherin von Julia Naseweis. Stell dich doch mal gerne vor. Ja, hallo zusammen, ich bin Michaela Hopp, ich komme aus Grümitz und ja, ich freue mich, dass ich dabei sein kann heute. Wir freuen uns, dass du da bist. Dann kommen wir damit zu deiner ersten Frage. Wen sprichst du eigentlich? Ja, ich spreche die Julia Naseweis, das ist ja die Mutter von der Juna. Und die Rolle ist mir, glaube ich, auf den Bauch geschnitten. Oder wie sagt man? Wie bist du denn zur Rolle Julia Naseweis gekommen? Ja, ich habe mich bei Santi beworben und bin genommen worden, sagen wir es mal so. Was magst du an der Rolle? Ja, die Mama ist eigentlich sehr streng, aber eigentlich auch wieder ein bisschen sehr locker. Also, und sie ist eine Hexe, das ist natürlich das Beste. Du schauspielerst ja auch oder hast geschauspielert. Wo konnte man dich denn zuletzt sehen und wann wird man dich wieder in Zukunft sehen können? Ja, für die Zukunft weiß ich leider noch nicht. Dank Corona ist das ja alles auch ein bisschen schwierig. Aber ich habe unter anderem schon bei der Küstenwache mitgespielt. Die ist leider abgesetzt worden, die Rolle war ja hier auch in der Nähe. Dann habe ich ein paar Mal in Köln gedreht bei, jetzt muss ich erstmal überlegen, es ist schon so lange her. Also ich war bei Richter Alexander Holt, also die verschiedenen Gerichtssendungen, dann bei Der Patriarch mit Mario Adorf. Also es war auch eine Rolle mit einem Schauspieler, der ja weltberühmt ist, will ich mal sagen. Und das Du habe ich schon mal mitgespielt. Das hat in Lübeck stattgefunden. Familien im Brennpunkt. Und fast alles so, was es bei RTL 2 und bei RTL und auch auf Sat 1 gibt. Da könnt ihr auch nochmal in der Mediathek nachgucken. Ist noch zu finden. Wie beschreibst du deine Rolle, Julia Naseweis? Ja, die Julia ist eine strenge Mutter, aber auch nur aus dem Grund, weil sie das Beste für ihre Tochter möchte. Und von daher ist sie halt manchmal ein bisschen sehr ernst, aber eigentlich eine sehr liebevolle Mutter. Was würdest du an deiner Rolle gerne ändern bzw. ändern lassen? Ich würde sie so sein lassen, wie sie ist. Das ist eigentlich eine perfekte Mutter, die für ihr Kind durchs Feuer gehen würde und wie gesagt, sehr streng ist, aber trotzdem nur das Beste möchte. Und das finde ich in Ordnung. Hast du dich schon mal mit dem Thema Hexen und Zauberer auseinandergesetzt? Oder etwas im Fernsehen gesehen? Filme oder Serien? Ja, und zwar gibt es einen ganz bekannten Film, Der Zauberer von Oz. Kann ich nur empfehlen. Und unter anderem habe ich auch schon mal Hexen gesehen. Das ist auch ein ganz lustiger Film. Ja, und bestimmt auch noch mehr, aber das sind eigentlich so die mir im Kopf geblieben sind, sagen wir es mal so. Hast du schon mal einer Figur deine Stimme geliehen? Ja, nur meiner Barbie-Puppe. Na gut. Schon mal darüber nachgedacht, Sprecherin zu werden? Darüber nachgedacht schon öfter, aber es ist ganz schön schwierig. Also es ist nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, finde ich. Wie bist du denn zum Schauspiel gekommen? Durch meine Eltern. Ich habe bei der Küstenwache angefangen, weil mein Vater die dortigen Komparsen oder die Casting-Agentur kannte und die Komparsen ausgesucht haben. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, bei der Küstenwache als Komparsen anzufangen und dann nachher auch eine Sprechrolle zu bekommen und alles Mögliche. Hat sich dann so entwickelt. Worauf freust du dich am meisten in der Zukunft? Dass ich gesund bleibe. So, und dann haben wir noch hier ein paar Fanfragen für dich. Wir haben nämlich eine Umfrage gemacht, wo die Fragen stellen können. Und hier sind ein paar gut viele angekommen. Okay, ich bin gespannt. Die erste Frage. Möchtest du in Zukunft in anderen Hörspielen von Santiago auch noch mitsprechen? Wenn ich gefragt werde, bin ich gern dabei. Wenn ja, welche Rolle? Die Hauptrolle. Das ist mir egal. Hast du die anderen Sprecher auch schon kennenlernen dürfen? Nein, leider noch nicht. Nur per Stimme, aber noch nicht live. Aber das könnten wir ja irgendwann mal nachholen. Die das Sprecherin von Juna ist bald in Grömitz. Ah, siehst du, das passt ja. Marcel kenne ich ja. Jonas. Ja, der Sohn. Genau. Milvan möchte deine Telefonnummer haben. Ich habe kein Telefon. War das eine Herausforderung für dich, das erste Mal sprechen? Jein. Also ich wollte natürlich das gut machen und wusste auch nicht so, ob das alles so richtig ist. Aber ich hatte einen guten Regisseur und es hat sehr gut geklappt. Kannst du dir vorstellen, auch mal andere Videos mit Santiago zusammen zu drehen? Ja, warum nicht? Natürlich. Du musst nur nach Berlin kommen, ne? Ist auch kein Problem. Ich habe ein Auto und ich hätte auch ein Motorrad. Und zur Not noch ein Pferd.
Was kannst du anderen Sprechern, Anfängersprechern empfehlen? Vor dem Spiegel zu üben und Selbstbewusstsein aufzubauen. Bist du auch Santiago-Fan? Ja, also wer SpongeBob Schwammkopf nicht kennt, also ich meine, ich kann das nicht immer aussprechen, aber natürlich, klar, sonst würde ich ja nicht mitmachen. Kennst du auch noch andere Figuren von Santiago, die er gesprochen hat? Ja, wie heißt er? Urkel. Steve Urkel zum Beispiel. Also das ist eigentlich, kann man den gar nicht vergessen, den Namen. Aber er hat ja irgendwie immer so komische Namen, die er dann verkörpert. Ferkel, Winnie Pooh. Das Ferkel von Winnie Pooh, genau. Ferkel-Kuchenmann. Ja. Machst du auch Musik? Ja, unter der Dusche. Nein, also ich singe zwar mal, aber nicht so für die Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob die das hören möchten. Aber wenn meine Freunde Geburtstag haben, dann mache ich ein kleines Ständchen. Und es gibt so ein Lied aus dem Musical Elisabeth, was ich immer singe, wenn ich reite. Aber immer so, dass es keiner hört. Aber ich glaube, mein Pferd findet es gar nicht so schlimm. Vielleicht singt sie ja auch mal im letzten Hörspiel von Juna. Wer weiß. Mal schauen. Möchtest du noch was in die Kamera sagen, was du noch nie in die Kamera gesagt hast? Oder irgendwas werben oder Werbung für deinen Instagram-Kanal oder sonst irgendwas? Dann hast du jetzt die Chance. So, ihr Lieben, jetzt noch was in eigener Sache. Solltet ihr pferdebegeistert sein, ihr müsst dafür auch nicht unbedingt ein Mädchen sein oder eine Frau, dann seid ihr bei mir an der richtigen Stelle. Und zwar könnt ihr bei uns in Lenste auf dem Reiterhof Hopp zu Besuch kommen, euch anmelden und Strandausritte tätigen. Wir haben die Möglichkeit, das ganze Jahr über am Strand mit den Pferden zu reiten. Im Sommer haben wir so 2 Kilometer zur Verfügung, im Winter haben wir den ganzen Strand. Aber ich kann euch nur sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann solltet ihr bei uns anrufen und euch einen Termin geben lassen und mal so einen Strandausritt mitmachen. Und für die Jungs oder für die Männer, wenn ihr eurer Frau oder Freundin was Gutes tun wollt, dann schenkt ihr mal einen ganz romantischen Abend-Mondschein-Ausritt. Das ist eine ganz tolle Sache. Meldet euch einfach bei uns. Wir haben auch das verlinkt. Dann findet ihr auch unsere Website. Und was ich noch habe, falls ihr hier keine Ferienwohnung findet oder eine Unterkunft habt, und ihr habt zufällig ein Wohnmobil, dann haben wir einen ganz tollen Wohnmobilstellplatz. Der wird auch gleich in der Verlinkung zu finden sein. Der ist auch direkt hier am Lenster Strand, 400 Meter vom Strand entfernt. 400 Kilometer ist ein bisschen weit. 400 Meter vom Strand entfernt, nennt sich Achterndiek. Und schaut einfach mal, ob er euch gefällt. Ist ein schöner Platz mit 154 Plätzen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns besucht. Sei es auf dem Reiterhof oder bei uns hier auf dem Achterndiek. Ich wünsche euch alles Liebe. Auf Wiedersehen.